Jo Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute nicht in Berlin, sondern in Göttingen bei der Firma Paceheads und gucke mir heute das Thema Indoor Cycling mal ein bisschen mehr an. Für die Leute, die mich ja ein bisschen besser kennen oder auch meine Videos schon des Öfteren geguckt haben, ich selber habe gar kein Rennrad. Deswegen wird das nachher, wenn ich auf dem Indoor Cycling Gerät fahre, auf jeden Fall witzig für euch, weil ich bestimmt tausendmal sterben werde. Aber die Firma Paceheads, weswegen ich hier bin, macht eigentlich was ziemlich Cooles. Und zwar habt ihr die Möglichkeit da, Indoor Cycling Geräte, also sowas wie ein Wahoo Kicker oder auch die Navigationsgeräte und Fahrradcomputer von Wahoo zu kaufen, aber auch zu mieten. Das ist etwas, was ich sehr gut finde. Falls man über den Sommer halt nur so einen Fahrradcomputer braucht, müsst ihr den nicht gleich kaufen, sondern könnt ihr vielleicht auch einfach für 3 Monate mieten. Ja, wie ich gleich beim Indoor Cycling sterben werde und verkacken werde, das werdet ihr gleich sehen. Ich treffe mich jetzt mit Franz und Fabi, die zeigen mir alles und boah, ich bin richtig gespannt, wie das gleich wird. Ich glaube, es wird richtig crazy. Ja, wie das alles aussieht und ob ich dabei, wie gesagt, tausendmal sterbe, seht ihr alles gleich. Viel Spaß bei dem Video. Abfahrt. Was geht ab? Cool, dass du da bist. Komm rein, wir haben schon alles aufgebaut. Fette, danke dir. Ja, geil. So, Fabi, du hast mich ja eingeladen, beziehungsweise ihr habt mich eingeladen. Das hier ist das Kickerbike. Ich habe davon gar keine Ahnung, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Erzähl mal was dazu. Ja, Tom, wir haben hier heute für dich das Wahoo Kickerbike aufgebaut. Das ist brandneu auf dem Markt. Ist aktuell die All-in-One-Lösung von Wahoo im Bereich Indoor-Cycling, weil es quasi alles vereint, was man braucht, um Indoor loszulegen. Ja? Man hat quasi einen bereits integrierten Rollentrainer, Biketrainer. Man hat eine Steigungssimulation, also das Kickerbike kann Anstiege und Abfahrten simulieren. Das Ganze haben wir für dich aufgebaut vor der Wahoo Kicker Station mit Kicker Headwind Simulator, der den Gegenwind simuliert und dich während der Fahrt natürlich auch ein bisschen runterkühlt, denn wird heute heiß hergehen. Glaube ich. Ja, ich bin gespannt. Ich muss, um ehrlich zu sein, sagen, dass ich ein bisschen Angst habe. Du weißt es ja, also ein paar Zuschauer werden dich bestimmt schon kennen. Du warst mit auf der Stettin-Tour. Genau, wir kennen uns ja schon ein bisschen. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, mit Rennradfahren eigentlich herzlich wenig zu tun. Und ich bin ja gebürtiger Nordfriese. In Norddeutschland gibt es wenig Berge. Das heißt, sobald hier irgendeine Steigung ist, ist bei mir Sense. Also es wird spannend, glaube ich. Ja, schauen wir einfach mal. Ich würde sagen, als erstes stellen wir das ganze Gerät jetzt auf dich ein und dann setzen wir dich drauf, bringen Swift zum Laufen und dann geht's los. Fett! An diesem Fahrrad ist, also vielleicht bin ich auch der einzige Dulli, der noch nie bei einem richtigen Bike-Fitting war, aber man kann bei diesem Kicker-Bike alles einstellen und mit alles meine ich alles. Also man kann nicht nur die Sattelhöhe einstellen, sondern man kann einstellen, wie lang die Kurbel sein soll. Ich selber habe jetzt heute extra meine eigenen Clickies mitgebracht, ne, weil ich nicht wusste, was sie hier für ein Klicksystem benutzen. Ich benutze ja das Mountainbike-Klicksystem, weil ich auch viel draußen fahre und so Outdoor-Kram mache. Deswegen SPD ist am Start. Ich habe jetzt schon meine Pedalen angebaut, 170er Armlänge. Man kann aber alles andere auch einstellen. Das ist etwas, ich habe diese Kurbel noch nie gesehen. Das ist richtig crazy, aber macht total Sinn, dass das so funktioniert. Und zwar, man kann zwischen 165 mm Armlänge und 175 mm Armlänge alles einstellen. Also alle Zwischenpunkte gibt es. Also damit hat man mich schon gecatcht. Ich habe keine Ahnung, wer diese Kurbel baut, aber ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder anderen da draußen gibt, der das bestimmt auch draußen an seinem richtigen Fahrrad fahren würde. Also wir können die Rahmenhöhe ändern, ne? Das ist eigentlich auch schon was richtig Geiles, weil ich bin ja mega riesig und muss halt immer so 62er Rahmenhöhen fahren. Es gibt ganz viele Fahrradhersteller, die sowas nicht mal anbieten. Das ist hier tatsächlich ziemlich cool gelöst. Und zwar kann man hier einfach so einen Hebel lösen. Quasi wie bei anderen Indoor-Cycling-Geräten, einfach den ganzen Hobel hochfahren. Das hat natürlich den Vorteil, ich kann dieses Fahrrad wirklich perfekt auf mich zuschneiden lassen. Jetzt sind wir von der Rahmenhöhe quasi schon da, wo es für mich am besten ist. Also schade, dass das nicht mit echten Fahrrädern so geht. Also, des Weiteren, man kann das komplette Oberrohr ändern. Also sprich,
dieses Teil. Du kannst das Hinterteil sowie das Vorderteil rausfahren. Also man kann hier theoretisch beim Trainieren einfach ausprobieren, wie aggressiv man fahren will oder vielleicht auch ein bisschen entspannter. Und Fabi hat mir gerade schon gesagt, man kann das Profil quasi sogar in der App speichern von Wahoo. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine Position habt, wo ihr merkt, okay, die ist super aggressiv, aber ich kann damit richtig gut fahren, könnt ihr die einfach in der App abspeichern, habt alle Daten und könnt es einfach immer wieder abrufen und euch zusammenbasteln. Wenn ihr aber merkt, okay, euer bester Freund möchte auch mal eine Runde fahren und der möchte so ein Medium-Ding zwischen recht aufrechter Sitzhaltung und ja, doch ein bisschen aggressiv, dann kann man das auch zusammen tackern und auch in der App speichern. Also das ist etwas, Zukunft ist hier, Leute. Wir leben in der Zukunft, ich sag euch das. Ja, was gibt's noch zu sagen? Wir können die Höhe des Lenkers einstellen, wir können die Höhe des Sitzes einstellen. Wir können sogar einstellen, welche Gangschaltung wir benutzen. Und das ist richtig crazy. Das hier ist kein Shimano-Schaltwerk oder SRAM. Das ist von Wahoo selber und komplett elektronisch. Aber wir können einfach einstellen, ob man hier mit einer SRAM-Schaltung, also mit diesem Doppeltap macht, oder mit einer Shimano D2 fährt. Also ich bin einfach nur komplett weggehauen davon. Das ist einfach nur richtig geil. Eine Sache hat mir Fabi gerade noch gesagt, und zwar kann man bei diesem Teil hier aktiv bremsen. Man hat tatsächlich ein richtiges Bremsgefühl. Also wir haben hier, glaube ich, das ist, glaube ich, die nächste Indoor-Fahrradsimulation, die du haben kannst. Was ist denn VR? Das ist aber ein Witz, das hier ist. Das ist die Zukunft, Leute. So, Leute, ich ziehe mich gerade um. Aber bevor ich das mache, kriege ich jetzt noch einen Brustgurt. Und zwar kann ich vielleicht mal gucken, ob ich das so zeigen kann. Fabi hat den Brustkorb schon in der Hand. Hier steht der Kicker Headwind. Und zwar, das ist quasi ein Ventilator, der mir Luft entgegenpustet. Logischerweise ist ja auch ein Ventilator. Und zwar anhand meiner Herzfrequenz. Das heißt, das Spiel und dieser Ventilator erkennt, ob ich jetzt gerade einen hohen Puls habe oder einen niedrigen Puls. Und wechselt dann quasi dynamisch die Stärke des Ventilators. Man kann den natürlich auch manuell einstellen, wenn man jetzt sagt, okay, ich will einfach die ganze Zeit, dass das Ding volle Kanne pustet, dann kann man das auch einstellen. Aber dass das natürlich automatisch sich jetzt an meiner Herzfrequenz orientiert, ist richtig geil. Also passiert auf jeden Fall jetzt Brustgurt. Und dann habe ich hier sogar Paceheads-Trikot, damit ich hier richtig abgehe. Brustgurt ist am Start. Auch richtig geil. Das Ding ist sogar jetzt mit meiner Uhr verbunden, weil das Ding hat dieses ANT Plus und Bluetooth. Das heißt, man kann den Brustgurt mit zwei Sachen gleichzeitig verbinden. Sprich, mit Bluetooth über den Laptop, sodass man in Swift halt alles sieht, und über dieses ANT Plus halt an meine Uhr, damit ich das da auch sehe. Aber das ist schon mal ein richtig geiler Vorteil, weil soweit ich weiß, die Brustgurte von Garmin kann man auf dem Laptop nur benutzen mit so einem Adapter. Und das ist auch irgendwie doof, wenn man immer so tausende Sachen am Laptop hat und dann musst du da noch einen Adapter ranmachen und dann hast du da so viel Gerödel. Das ist auf jeden Fall ein smarterer Weg. Da steht schon alles, wie nervös ich bin und so. Fabi lacht sich hier schon die ganze Zeit kaputt. Ja, Herzfrequenz geht schon hoch, hat schon fast dreistellig. Ja. Ja, so geil. Ich werde hier gleich sterben. Es ist richtig crazy. Also Leute, für mich geht's jetzt los. Ich habe mich hier richtig in Schale geworfen. Ich habe das Paceheads-Trikot an, was mich natürlich 100 Watt schneller machen wird. Auf jeden Fall, bei Swift kann man sich einfach einen Probe-Account machen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Man kann keine Rennen fahren oder sowas. Ich fahre jetzt einfach wild durch Watopia rum und guck mal, was es da so gibt. Und ich habe das Kickerbike so eingestellt, dass die Steigungen auf das Fahrrad übertragen werden. Also es wird sich wahrscheinlich gleich, wenn ich irgendwie an einem Berg bin oder so, auch nach oben neigen und nach unten neigen. Ganz wilde Geschichte. Gucken wir mal, wie das wird. Also ich glaube, dass gleich mein Puls schon auf 8000 sein wird, aber es wird jetzt geballert, Leute. Mit einer Gangschaltung, mit der ich mir nicht umgehen kann, wie ihr wisst. Ich kann ja mit Gangschaltung nicht umgehen. Ist gut anstrengend, ey. Diese Gamification hier drin ist schon geil. Ich habe gerade ein Abzeichen bekommen, dass ich 500 Watt für 10 Sekunden gehalten habe. Ja Leute, ich weiß nicht, wie viele Meilen ich jetzt schon gefahren bin, aber es ist herbe anstrengend. Also alle Steigungen, also ich hatte gerade eben eine Steigung von 3%, da geht das ganze Ding hoch, das merkst du sofort. Und dann auch diese kleinen Gamification-Dinger, also du kriegst so Achievements, wenn du zum Beispiel ganz lange eine Wattzahl hältst oder hinter jemandem herfährst im Windschatten. Das ist einfach richtig crazy. Oh, jetzt kommt eine Steigung. Ja. 4%. 5%.
wahrscheinlich auch schon, dass ich richtig am Schwitzen bin. Also hätte ich nicht gedacht, aber es macht richtig Spaß. Also mit richtigem Fahrradfahren kann man es auf jeden Fall vergleichen. Sprintplatz 5. Also diese Feder auf dem Bildschirm gerade, das ist ein Power-Up. Und damit wird mein Fahrrad quasi leichter. Und damit kann ich schneller fahren. Also es ist ein bisschen wie bei Mario Kart, man kriegt auch so Specials. Aber ja, es ist wirklich sehr durchdacht. Also es ist wirklich, es macht echt Spaß. Dafür, dass ich jetzt hier irgendwie drin fahre, also ich glaube, wenn der Bildschirm noch größer wäre, glaube ich, ich kann es mir richtig gut vorstellen, dass man da so richtig sich drin verliert. Also Junge, gerade 900 Watt, Alter. Ja, also ich habe mittlerweile die 20 Kilometer fast abgerissen, bei 19,6 bin ich gerade. Und ich kriege langsam ein bisschen besseres Gespür für den ganzen Apparat hier. Diese Steigungssimulierung ist auf jeden Fall richtig wild. Also ich hatte gerade eben hier so eine 9% Steigung, da merkst du ja, das ganze Ding nach hinten geht. Das ist schon, das macht schon Spaß. Also vor allem, wenn man dann so auf den Bildschirm guckt und auch sieht, dass es hochgeht, das ist schon richtig geil gemacht. Sind schon abgerissen. Ich glaube, ich habe alles gesehen, was diese Gerätschaft hier kann. Ich bin auf jeden Fall sehr überzeugt davon. Indoor-Cycling ist, glaube ich, eine Sache, die man als Radfahrer oder als Radsportler nicht mehr außer Acht lassen sollte. Das ist einfach richtig crazy. Also man hat ein krasses Gruppengefühl, wenn man mit Leuten zusammenfährt. Fabi hat mir vorhin auch erzählt, es gibt richtig Discord-Channels, wo die Leute sich dann auch unterhalten. Es gibt Group Rides, wo man sich anschließen kann. Oh, man kann alles ändern, man kann seinem Figürchen ein anderes Trikot anziehen. Es ist fast wie echtes Fahrradfahren. Also es fehlt nicht mehr viel. Ja Leute, falls ihr Bock habt, das vielleicht auch mal auszuprobieren, hatte ich ja vorhin schon gesagt, bei Paceheads könnt ihr euch sowas auch mieten. Also das hat auch für 3 Monate bei euch im Wohnzimmer steht. Und falls das dann doch nichts für euch ist, könnt ihr es auch wieder zurückschicken. Und falls ihr vielleicht schon Swift habt, Paceheads bietet auch einen Gruppenride an. Der ist immer mittwochs um 18.50 Uhr. Mehr Infos dazu findet ihr natürlich auf dem Paceheads Instagram-Account. Der ist unten in der Beschreibung verlinkt. Guckt da einfach mal vorbei. Und ansonsten, Leute, immer Kette geben. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Also, ich habe das Ding jetzt ausprobiert. Ihr habt, glaube ich, ein bisschen gesehen, dass ich auf jeden Fall in der Pain Cave angekommen bin. Es ist, also kein Scheiß, Leute, es ist richtig geil, es macht richtig Spaß. Natürlich ist das hier jetzt so das Nonplusultra, was man, glaube ich, fürs Indoor-Cycling haben kann. Aber, du hattest mir vorhin schon erzählt, man kann auch mit viel weniger anfangen. Also wenn ihr irgendeinen Rolltrainer zu Hause habt, so eine stationäre Rolle, dann braucht man nur so ein paar Sensoren dafür. Swift für einen Laptop oder fürs iPad oder irgendwelche anderen elektronischen Devices. Und dann könnt ihr im Prinzip schon anfangen. Diese Gamification-Geschichte, also mich hat es absolut gehuckt, muss ich ehrlicherweise sagen. Hattest du vorhin ja auch, glaube ich, einmal kurz gesehen, dass ich da dann halt diese 500 Watt gehalten habe. Dann auch an einer Stelle bin ich hoch auf 900 Watt. Dann kriegt man so Auszeichnungen, also es ist richtig krank. Erstmal dir danke, Fabi, dass ich überhaupt herkommen durfte, mir das alles angucken durfte. Wie ihr es vielleicht raushören könnt, ich bin sehr davon überzeugt. Ich bin auch ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Falls ihr selber auch mal Bock habt, das auszuprobieren, Paceheads ist euer Ansprechpartner, sage ich euch. Wie ich es ja schon jetzt, glaube ich, 8000 Mal gesagt habe, ihr könnt euch die Sachen hier mieten. Dann checkt ihr das einfach mal aus. Falls ihr vielleicht auch im Winter merkt, hey, ich habe Bock, Fahrrad zu fahren, es ist draußen aber scheiße kalt, so wie es halt irgendwie im Winter in Deutschland nun mal leider ist, bestellt ihr euch hier, was weiß ich, einen Wahoo Kicker oder halt die Sensoren oder vielleicht auch einfach nur einen Bolt oder andere Sachen, die man dafür braucht und checkt es einfach aus. Falls ihr dann merkt, es ist vielleicht doch nichts für euch, habt ihr es nicht gekauft, sondern nur gemietet. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss, um einfach da mal reinzuschnuppern. Das war's für heute. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das hier unten irgendwo machen. Und hier, wo Fabis Kopf ist und hier, wo das ist, gibt es noch 2 weitere Videos von mir. Ansonsten, Leute, so wie immer, fahrt vorsichtig, gebt ordentlich Kette, sei es Indoor oder Outdoor. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ringehauen. Danke.